Jurassic Park The Lost World bei Lego Jurassic World. Das ist aber schon ganz schön kompliziert inzwischen, ne? Also der zweite Jurassic Park Film im Jurassic Park Spiel. Was kommen Kompis, glaube ich, genau. Die kann man noch verdreschen. Guck mal, Frösche sind hier auch noch. Aber hast du nicht im letzten Spiel schon einen von denen verprügelt? Nee, das war ja einer von diesen, die mit der Halskrause. Ach, stimmt. Da warst du aber ganz schön mutig. Die sind ja eigentlich viel, viel zu gefährlich. Oh, hier ist wieder Kacker. Verwende eine Magnesiumfackel wie die, die Ian hat, um dunkle Gebiete zu erreichen. Jetzt hat er auf einmal eine. Im letzten Spiel hat er doch auch eine gehabt. Aber die konnte er doch nicht benutzen. Sicher? Sarah! Wow, cool. Sarah! Ja? So, Moment, jetzt müsste ich euch erstmal eine Leiter bauen. Ach, das ist doch wieder noch wer anders. Guck mal. Das Symbol hier. Das ist doch wieder noch wer anders. Das ist dann echt der aus Jurassic World. Hä, okay. Jetzt bringen sie aber da das schon ein bisschen durcheinander. Schau mal, ob du darauf schießen kannst mit deinem Gewehr auf die Zielscheibe. Die muss da irgendwo da oben sein. Wo siehst du dann die Zielscheibe? Bei mir. Ich komm, müssen wir erstmal da hoch. Hier war es, ja. Aber ich musste wahrscheinlich trotzdem dir erst. Ah, nee, guck mal, das kann ich noch. Ah. Das war so ein Bonus-Ding. Hier ist wieder was, was einen Dinosaurier durchbrechen kann. Ah, wir können auch. Komm mal mit dran. Lass uns mal beide da ranhängen. Jetzt nach unten. Ja, sehr gut. Cool. Ja, geil. Ach, du kannst an der Seite die Leiter ab, rausklappen. Wo hast du das? Schau mal hier. Wo der Schmetterling drauf sitzt. Da kann man irgendwas zusammenbauen. Ah, komm du. Was ist? Da kommt was Großes. Was Großes. Daniel jetzt hier rein. Wie viel Dino-Scheiße in dem Spiel schon gleich vom Anfang an rumliegt. Wahnsinn. Ob hier wieder die Frau reingreifen muss? Bestimmt. Sie ist doch Fotografin eigentlich, ne? Da müsste sie doch dann dieselben Fähigkeiten haben wie er hier. Zu Deutsch, er kann bald gefressen werden. Stirbt denn im Film? Wird er nicht auch bald gefressen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß auch nicht mehr genau. Das ist hier so eine. Eine Sichel. Das wäre was zum Pferdenleser, aber ich glaube, wir haben keinen Pferdenleser. Doch, ach, der doch, kann der. Er kann auch alles, oder? Sarah, wie viele was? Sarahs gibt es hier deiner Meinung nach? Das ist doch geil. So gut. Kann da noch einer hin? Braucht zwei Dicke. Sie müsste ganz in der Nähe sein. Ja. Wow. Das ist atemberaubend. Ja, ja, hu und ha, das sagt jeder am Anfang. Aber dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeta und Mordio. Er ist einfach die beste Figur der Serie. Oh, ist ja in dem neuen Film so cool, dass wenn man diese Szenen sieht, wie die da auf diesem kleinen Fluss paddeln und dann die sind das Stegosaurier, die da am Rand grasen, ja, bzw. trinken. Da ist noch was zum Abschießen. Schau mal, das ist das dritte von diesen Sammelobjekten. So, ich spring mal in den rein. Ah. Wie heißt sie nochmal? Julianne Moore. Ja, keine Ahnung, wie die Rolle heißt. Sarah heißt sie.
Sarah Harding halt. Wie viele Sarahs wird es deiner Meinung nach hier geben? Ich meine, die Schauspielerin. Ja, tut mir leid. Fotografen können... Ah! Hast du noch eine Foto-Op? Das sind einmalige Fotos, sagenhaft. Die hat ein Selfie gemacht, ohne sich da davor zu stellen. Hey, Nick! Ian, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass Hammond dich rumkriegt. Hey, Eddie! Hi, Sarah. Habt ihr die Tiere gesehen, die gerade vorbeigezogen sind? Das war eine Familie. Ein Foto von ihrem Nest. Bin gleich zurück. Sarah, nein, nein! Bleib da! Sarah. Sarah. Sie ist viel zu dicht drin. Oh. Xylophon. Wozu brauchst du einen Platz über den Blitz? Schießen Sie! Sie beschützen doch nur Ihr Baby. Ah. So, wer schießt die jetzt ab? Ich baue hier jetzt erstmal irgendwas. Baumhaus. Nee, was ist das? Ah, man kann. Okay, man kann nicht oben in die Figuren reinwechseln. Das ist echt, ich habe mich jetzt eingeigelt. Ah, das ist ah, okay, gefangen. Sehr gut. Jetzt mal ein Foto. perfekte Paparazzi. Oh. Was ist mit dem Schwanz, ja? Müssen wir die dazu kriegen? Ach, guck mal, Mann. Ja, genau. Ah, dann kann ich hier nochmal so eine Falle draus bauen. Ah, genau. Hier ist schon alles kaputt. Alle kaputt. Gehst du rein? Mhm. So, hier bräuchte ich, müsste ich dann wieder den Dino kontrollieren können. Ja, ich glaube, jetzt macht er was. Ta. Selfie-ta. Wie geil die gucken. Oh, schau mal. Wie die Erde das auch ist. Ja. Ach, das nächste Box. Er könnte ja mit seinem blöden Betäubungsgewehr schon einmal schießen. Wie cool die anderen Dinos zugucken, besonders er da oben. Ah, okay. Bei der ARD hier. Da würde ich auch denken, wäre ich mal ausgestorben. Feuer! Feuer in unserem Lager! Nein, Wasser erzeugt nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kelly, ja. Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Das kapiere ich nicht. Da steht ja InGen an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond zwei Teams her? Because he did. Ja, dann haben wir den Auftakt in Lost World geschafft und jetzt geht es in der nächsten Folge dann
gegen Ingen. Das ist dann, sind dann die Leute von dem Neffen oder Sohn? Von dem, ja, also von dem, der jetzt das, die Kontrolle über die Firma hat. Diesem unsympathischen Arsch. Der wird aber auch von diesem Schauspieler gespielt, der immer diese unsympathischen Arsche spielt. Der ist schon gut gecastet dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao.